dunkle Ecke. Na, so dunkel ist die jedoch gar nicht mehr. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Ja, wo wohl? Tatsächlich, ein Geheimgang. Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Lilly! Oh. Du hast es geschafft. Perfekt. Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Die Wahrheit? Tja, und nichts als die wo Wahrheit. Soll ich nur anfangen? Fang doch mal bei dir an. Ja, vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ja, vielleicht nicht schlecht. Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Der Cover Agent. In dieses Kloster eingeschleust, um die Oberen zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Hm. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Na dann, Hypnose. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese HW-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diese Stoffphasen, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot, mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Aha. Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Mhm. Okay, ich traue mich gar nicht, Escape zu drücken. Geht auch gerade nicht. Ich habe jetzt erst bemerkt, vielleicht ist die Musik ein bisschen zu laut. Habe ich die doch auf 60% oder 70% eingestellt. Scheint mir hier gerade ziemlich laut zu sein. Darauf wollte mich wahrscheinlich der Glumanda X vorhin auch hinweisen. Die Stimmen klingen ein wenig leiser. Lass mich ausreden. Wie gesagt, die Musik zu laut und die Stimme zu leise. Ist der viel größere Fang. Die Polizei mal gucken, was da los ist. Auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Okay. Die Polizei rufen? Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Aha. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Die hast du so ziemlich beantwortet. Aber na gut. Auf zum Schaukelbaum! Auf zum Schaukelbaum! Auf und davon. Der Himmel sieht sonderlich rot aus. Vielleicht können wir jetzt mal. Einstellungen. Musik, Sound, Sprache. Ja, 80%. Wir haben auf 70%. Ja, eigentlich. Sprache ist auf 100, also eigentlich. Weiterspielen. Gut. Jetzt sind wir hier außerhalb des Klosters. Okay, hierhin oder wo, was, wie, Schaukelbaum, Anstalt, Ednas Karte. Auf die Karte würde sie später schauen. Sie rechnete nicht damit, dass diese Entscheidung unangenehme Konsequenzen haben würde. Aha, Flickerbombe. Wollknäuel. Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Freundschaft für alle Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Okay. Und nun? Komposttonne. Da
Das war zu schade für den Kompost. Na sicher. Das war zu schade für den Kompost. Ist die Musik immer noch ziemlich laut? Ich finde es immer noch ein bisschen laut. Ich habe es gerade leiser gestellt. Naja, muss wohl. Lilly zum Schulteich. Nichts mehr am Kloster zu schaffen. Sie wollte Edna durch den Zaun folgen. Ach ja, okay, ja, du bist gut, Facepalm des Todes. Das offensichtliche Loch im Zaun ist mir jetzt gerade nicht aufgefallen. Ich habe hier gesucht und dort gesucht und dort gesucht und dort gesucht. Ja, warum nicht? Irgendwas? Hallo, Lilly. Du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen? Nein, oder? Natürlich nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja... Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren. Oder uns einen Abzählreim fürs Wäsche zusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. Richtig. Okay, wir haben immer noch keine Harley-Puppe. Lilly hatte nichts mehr am Kloster zu schaffen. Das stimmt. Sie wollte Edna durch den Zaun folgen. Wir können uns gerade nicht selber hypnotisieren. Und wir haben kein Verbot, was uns ja gefährliche Orte vertreten. Tja, gefährliche Orte betreten vielleicht. Edna folgen. Na, 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 du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Ja, wir können uns auf keinen Fall, wir können uns jetzt gerade nicht. Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt, aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Oh. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ist ja auch gar nicht nötig. Es gibt so viele Zähle. Oder mit... Mit Völkner spielen, okay, ja. Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Aha. Ein Völkner. Oh, ein Wollknäuel. Yippie! Das ist ja... Das ist ja... Wookie. Ach, jetzt lassen wir uns von ihm hypnotisieren. Na, großartig. Was? Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Ich hoffe, ihr habt keine Arachnophobie. Das wäre hier ziemlich kontraproduktiv. Sind das da Skelette, die hier, hat sich da jemand aufgehängt? Das war die Höhle, wo wir vorhin das Auge von der Oberin gesehen haben. Harvey-Spinne. Wurde dir nicht gesagt, dass du das Schulgelände nicht verlassen darfst? Man darf Erwachsene nicht widersprechen. Aber weil du ein braves Kind bist, heißt das ja bereits. Das wusste Lilly in der Tat. Aber Garrett hatte auch gesagt, dass sie hier im Kloster nicht länger sicher war. Die Regeln der Erwachsenen schienen Lilly plötzlich lippenhaft. Wie konnte sie dem Spinnendämon nur beibringen, dass die Oberin auch nicht immer recht hatte? Tja, eine russische Spinne, wie es aussieht. Somit hat es ein ziemliches russisches Dialekt. Die Teergrube blubberte einladend. Leider hatte Lilly keine Zeit. Sie rollt das eher ziemlich russisch. Teergrube, Knochenhaufen. Okay, wir haben eine Rippe. Vielleicht eine klebrige Rippe. Ans Netz ran oder? Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Ein Einhorn. Sozi! Ein Einhornspinne. Sozi! Oh. Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance.
zweites Verbot überstanden. Bezwungen. Kopfhörer Hawaii. Was war das auf Erwachsene hören, oder? Was war dieses Verbot? Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Aha. Okay, Erwachsene widersprechen. Vielleicht können wir das jetzt wieder... Ah, okay, jetzt ist Feuermachen wieder verboten. Aha. Aber wir brauchen es gerade. Na dann. Raus mit uns. Kapitel 2, Ednas Versteck. Errungenschaft freigestaltet, die Klosterschule. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Kapitel 2. Du bist spät dran. Das ist ja großartig. Wo warst du nur so lange? Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Edna finden, stimmt's? Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Ich mache mir aber Sorgen um Edna. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Okay. Dann warten wir also hier. Ich bin froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly hätte ihm vielleicht geholfen. Selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Harvey. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Nein. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Oh ja. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Das Berufsorientierungszentrum des Arbeitsamtes. Oh ja. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Okay, die Karte. Die Karte ist weg. Dorf, Mosi, Brücke. Ja gut, es ist soweit. Ja, da wir eh nicht zum Mosi dürfen, wo wahrscheinlich das Versteck von Edna ist, das geheime Versteck, machen wir hier an dieser Weggabelung erstmal Pause. Hier haben wir einen sehr schönen Wegweiser. Hier geht's ins Dorf. Ja, ins Dorf. Er geht zurück zur Klosterschule. Warum auch immer wir da rauf sollten. Und hier geht's in Morsee, schöner Totenschädel. Da geht's zur Anstalt. Die Anstalt oben auf dem Berg. Oh, weia. Ich fürchte, da müssen wir auch irgendwann noch hin. Über die Brücke zur Anstalt hin. Aber als erstes wahrscheinlich. Ah, wir haben jetzt hier das Vollknäuel. Damit können wir uns selbst hypnotisieren. Falls wir mal wieder ein Verbot
Alkohol trinken, lügen, gefährliche Orte betreten. Ja, das brauchen wir wahrscheinlich als nächstes. Gefährliche Orte betreten. Ich weiß, wir das überwinden wollen. Gut, im nächsten Stream geht es dann wahrscheinlich entweder zum Dorf oder zur Brücke oder zum Mondsee, aber auf keinen Fall wieder zurück zur Klosterschule. Und vielleicht auch nicht unbedingt zurück in die Anstalt. Da haben wir ja Edna bricht aus schon verbracht. Ja gut, na dann.